Hallo auf Develop Sessions. In diesem Video wollen wir von einem Samsung S10e das Backcover tauschen. Dazu habe ich hier das Backcover original in Folie eingeschweißt mit Klebestreifen auf der Rückseite, so dass wir das einfach nur abziehen müssen und eben dann anbringen. Und auf der anderen Seite habe ich hier das Samsung S10e, was hier eben auf der Rückseite leicht beschädigt ist. Hier haben wir lauter Kratzer und auch einen Bruch und das geht leider auch über die Kamera drüber. Ja, auf der Vorderseite schaut es aber eben gut aus und deswegen ja, tauschen wir einfach mal das Backcover. Nun werden wir also mit dem Heißluftföhn das Backcover erwärmen, sodass der Kleber darunter locker wird. Dann versuchen wir mit dem Saugnapf das Backcover abzuziehen. Wir nehmen uns jetzt ein Metallblättchen und greifen unter das Cover rein. Da das jetzt alles aus Glas ist, kann es natürlich sein, dass es einfach weiterspringt, obwohl ja bereits das Cover ja auch schon gebrochen ist. Also man kann jetzt nicht mehr viel kaputt machen, sage ich mal. Wir versuchen, dass wir da an der Seite drunter kommen. Zur Sicherheit nehmen wir uns jetzt auch ein Kunststoffblättchen und ziehen das eben von unten nach oben hoch an der Klebekante entlang. Und wenn der Kleber dann wieder fester wird, dann einfach nochmal mit Heißluft füllen. Wichtig ist, dass wir in diesem Schritt eben jetzt auch alle Klebereste entfernen. Dazu verwende ich Wattestäbchen mit Isopropylalkohol. Einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sobald das dann alles erledigt ist, können wir uns daran machen, das neue Backcover ans Handy anzubringen. Dazu entfernen wir die Folie. Und dann ist es einfach nur ein Draufkleben des Backcovers auf das Smartphone. Perfekt, in diesem Video haben wir gesehen, wie man an einem Samsung S10e das Backcover tauscht. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.